Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Animon, dem Pokémon-Hack-Fangame, was auch immer, wo ich gerade ziemlich gehypt bin, weil heute ist aus meiner Perspektive der Tag, wo die dritte Staffel von The Rising of the Shield Hero beginnt und Mensch ey, ich fange tatsächlich Rising of the Shield Hero Pokémon. Das ist doch ein Wink des Schicksals. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, dass wir Krillin und Philo auch noch fangen, weil ich ja sowieso alle noch fangen werde. Und wir sind ja hier aktuell nicht so optimal bestückt, sag ich mal. Wir haben ja hier Kid Naruto Level 7 und Kid Raftalia Level 4. Ja, Krillin und Philo wären da vielleicht doch nochmal ganz nice. Deswegen würde ich mal sagen, let's go. Okay, da haben wir schon mal Opfer Nummer 1, Kid Krillin. Okay, Kid Krillin ist doch machbar, oder? Kid Krillin ist doch machbar. Wir hauen hier mal mit einem Tackle rein. Das ist ein schneller Krillin, ne? Vielleicht hat er uns auch mit seiner Glatze geblendet. Man weiß es nicht so ganz. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Krillin so sonderlich schwer zu fangen sein wird. Eieieiei, Mensch, ey. So, das sollte es doch sein, oder? Das sollte es doch sein. Ja, gar kein Problem. Wir haben Kid Krillin gefangen. Nice. Oh, stimmt. Das ist interessant, was hier steht. Krillin hat keine sichtbare Nase. Ja, das ist, He seems to be able to smell until someone mentioned it. Lol, okay. Vielleicht sollte ich mir die Texte auch mal irgendwie durchlesen. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Okay, Moment. Moment, ach du Heilige. Was? Okay, Moment. Kid Naruto. Naruto hat Demon trapped inside her. That was worse, causing him to be sure. Ja, okay, das, okay, ja. Was steht bei Luffy? Also müssen wir erstmal fangen, ja, okay, verstehe. Kid Raftalia. This Animon tends me shy of her for English. Okay, ja, okay. Kid Krillin, genau, das war das mit der Nase. Okay. Wo will ich denn? Ich will mich doch gerade kurz mal heilen. Ha, interessant. Also, mir ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht aufgefallen, dass das Krillin keine sichtbare Nase hat. Aber er kann riechen, außer man spricht ihn drauf an. Ey, du hast doch gar keine Nase. Das ist ja auch mal gut zu wissen. Okay, wir haben noch 3 Bälle. Ist Philo machbar? Bestimmt, oder? Aber erstmal kurz hier mal Krillin. Was ist das denn für ein... Oh. Okay. Ich sag dazu nichts. Ein Kampftyp, ja, das habe ich mir schon gedacht. Auch Runaway. Wieso habt ihr alle Runaway? Was ist denn hier los, ey? Okay, so. Dann fehlt noch Philo. Du bist nicht Philo. Du bist auch nicht Philo. Jetzt kommt der Gochel nicht, oder was? Ist es gemein, wenn ich Philo Gochel nenne? Oder Hähnchen? Ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Ich mag den Charakter. Alter, was ist denn jetzt hier los, ey? In der letzten Folge kam der Gochel doch so oft, ey. Hier, ich habe hier vielleicht einen Holzkarren, der gezogen werden muss. Ich brauche den Gockel. Krillin. Du gehst mir jetzt auf den Sack. Wo ist der Gockel? Alter, was ist denn jetzt hier los? Ist das irgendwie ein Rare Encounter, der in der letzten Folge übelst oft kam, oder wie?
I don't know. Da ist er, jawohl. Da ist Philo. Heißt Philo Filolial komplett? Deswegen war ich in der letzten Folge so verwirrt und dachte irgendwie diese Filolial Queen oder so. Ja, der ist wahrscheinlich Filolial Queen. Entwickelt sich der Gockel dann zu dem Mädel und... Oder ist das so eine Art... Warte mal, ist das so eine Art Switchform vielleicht? Wie bei anderen Pokémon? Oh, 6, ey. 6 war schon ein bisschen hart, ne? Oh, okay, die Schnabelattacke könnte natürlich ziemlich hilfreich sein. Eieieiei. Doppelteam. Okay, das ist gar nicht so mega easy hier zu fangen. Fällt mir gerade ein hier. Ich mache mal noch ein zweites Mal Doppelteam. Alter! Aber wie gut, dass das hier keine Nasenlocke ist, ne? Okay. Ha, da geht der Tackle mir auch schon daneben, aber ich habe zweimal Heuler drin. Das ist natürlich jetzt hier... Okay, das ist egal, solange der Tackle trifft. Ja, komm, Crit vielleicht? Ich werfe mal einen Ball. Ich habe ja noch 3 Stück. Gelber Bereich, das ist ja schon mal nicht schlecht. Gelber Bereich Level 6? Ja, vielleicht? Mit bisschen Glück? Mit bisschen Glück. Easy. Alter, gar kein Problem. Jawohl. Heieieiei, okay. So, Giant Birds, use so. Warte mal. Moment. Ist das gar nicht das kleine Mädel, sondern einfach nur so ein normaler Random-Vogel aus dem, sag ich mal, aus der Vogelfamilie? Hä, das ist doch das Mädel, oder? Okay, Moment. Daran habe ich jetzt natürlich gar nicht gedacht. Mein erster Gedanke in der letzten Folge war ja, ach, das ist diese Queen. Ja, Moment, das kann ja nicht sein. Das wäre irgendwie ein bisschen, die Queen Level 6, das wäre übelst leer. Dann ist es das Mädel, Philo halt. Aber müsste das Mädel nicht als Mädel anfangen und sich dann in den Vogel entwickeln? So rein logisch gesehen? Oder ist das einfach ein stinknormaler... Ein stinknormaler Vogel. Es ist nicht die Queen, es ist auch nicht das Mädel. Es ist einfach nur ein stinknormaler Philo-Vogel. Aus dem Gehege der Philo-Königin. Das könnte... Das habe ich natürlich nicht bedacht, diese Möglichkeit. Aber egal. Egal, ob du jetzt das Mädel bist oder nicht. Du kannst Schnabel. Das ist schon mal sehr hilfreich gegen... Jetzt hätte ich fast schon wieder Buggy gesagt. Nein, gegen Weevil Underwood. Denn Weevil Underwood ist ja hier der erste Arena-Leiter, wie wir mittlerweile wissen. So. Holy moly! Mr. Sprite! What the fuck? Okay, normal Flug, ja. Oh! Early Bird, das ist eine nice Fähigkeit. Hier auch der Schnabel. Okay. So, okay, dann wollen wir mal. Ich könnte ein paar... Warte mal, habe ich Geld? Bin ich im Besitz von Geld? Ich bin im Besitz von Geld. Ich hätte gern neue Bälle. Das heißt, wir gehen mal hoch in die... In die erste Stadt. Dahinter ist hier scheinbar ein Wald und da ist der erste Arena-Leiter. So wie ich das verstanden habe. Was ist denn jetzt hier los? Wie, ich kann nicht fliehen. Ja, aber was ist denn los, ey? Hallo? Ey, hör mich vorbei. Vielleicht nochmal so ein schöner Wear-Encounter? Oder so ein Shiny Krillin? Ey, boah, ich hab die Idee. Bei Shiny Krillin glitzert einfach nur die Glatze. Das wäre doch die absolute Mega-Idee, ey. So. Kokoyasi Village. Okay. Hi.
Na du? Boah, erzähl mir etwas über den Wald. Okay. Ich bin übrigens überrascht. Wir haben Route 1 hinter uns gelassen und wir haben schon 9 Animes in diesem Hack entdeckt. 9 Animes und wir sind gerade mal hinter Route 1. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach, Fairy Tail, von Digimon weiß ich auch, Yu-Gi-Oh! Von Attack on Titan weiß ich auch und The Rising of the Shield Hero. Das sind 9 Stück. Und wir sind gerade mal hinter Route 1 und haben schon 9 verschiedene Animes hier entdeckt. What the shit, ey. Was wollte ich? Ich wollte Bälle kaufen. So, ich hätte gern 10 Bälle und einen Gratisball, wenn es geht. Ist das machbar? Anni-Ball. So, let's go. Ich hätte gerne 10 Stück. Weh, du gibst mir jetzt keinen Bonusball. Fuck you. Du bist der dreckigste Händler, den es gibt, ey. So, ich hätte gerne noch 2 Tränke. Zwei Gegengifte hätte ich auch gerne, tatsächlich. Paraheiler verzichte ich jetzt mal drauf. So, dann haben wir aber schon mal gut eingekauft, ja. Hi, schenkst du mir was? Natürlich nicht. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen die Stadt an, denn ich rieche Loot. Meine Loot-Nase ist hier wieder sehr aktiv. Mhm. Geht's weiter? Hier ist das Pokémon Center. Hier ist das Gym. Ach so, da ist. Jetzt hätte ich fast schon wieder Buggy gesagt. Alter, ey. Warte mal. Ah, okay. Die haben hier einfach nur Vertania City abgeändert. Den Typen kenne ich nämlich noch, ne? Was? Nami? Oh mein Gott. Ist Nami die zweite Arena-Leiterin und ersetzt Nami Misty? Was? Nami. Okay. Warte mal. Waffy ist ein Pokémon und Nami nicht oder was? Ein Trank! Ja, Mensch, ey, wie gut, dass ich mir Tränke gekauft habe. Geil. Okay, es geht hier nicht nach links weiter, aber dafür nach rechts. Das ist so weird. Hier, okay, hier haben wir Käfer. Moin. Aha. Okay, hier haben wir das Gym. Was ist hier dann? Bagu Forest. Moment. Hier ist der. Ich bin verwirrt. Ich gucke mir erstmal das Pokémon Center an. Hi. Mhm. Ich bekomme doch hier bestimmt noch irgendwas. Ja, den PC brauche ich jetzt gerade noch nicht. Es ist. Gerade noch nicht nötig. Hier komme ich nicht rein. Da komme ich in diese beiden Häuser wahrscheinlich auch nicht rein. Ne, natürlich nicht. Okay, hier steht ein Käfer-Dude. Ich dachte, da oben geht es zu Weevil. Hier ist aber der Wald. Was ist denn dann hier in der Arena überhaupt drin? Okay, ist locked. Also hier ist ein Käfertyp, ne? Okay, würde ich mal sagen. Wir holen mal unser Hühnchen raus hier. Let's go. Aha. I ain't letting you pass here till you go battle Weevil. Okay, so viel dazu. Da oben geht's weiter, wir müssen aber erst hier Weevil besiegen. Bagu Forest. Und hier gibt es Weevil. Ach lol, ist das einfach nur ein abgeendeter... I see. I see, I see. Okay, okay, okay. Ein abgeänderter Vertania-Wald und das ist quasi die erste Arena. Und hier haben wir den ersten Käfer-Dude.
Bist du jetzt quasi ein Vortrainer von Weevil? Wahrscheinlich, ne? Aber wie gut, dass ich Philo habe, ne? Entoma, was? Was? Was ist das denn? Entoma? Moment. Sherlock Bloop is on the way. Entoma? LOL! Das ist die aus Overlord! Ach, das ist diese. Oh mein Gott! Warte mal, ist sie das? Das ist sie. Yo, das ist die eine aus Overlord. Eine von den, boah, wie nennt man das? Eine von den, jetzt hätte ich fast gesagt, Butlerinnen. Hier von diesen, Hausmädchen. Das ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Ihr wisst, hier, eine von dieser Mädelstruppe, aus Overlord, aus der, boah, wie, warte mal, ich muss das gerade nochmal, Entoma Vasilisa Zeta. Genau hier. Von den Mädels hier. Alpha, Delta, Epsilon, Beta. Und sie ist halt Zeta. Also Entoma war Vasilisa Zeta. Genau, das ist die in Staffel 2 oder so fast gestorben wäre. Weil sie so ein Käferlook hat. Okay. Ach, Maid, genau, Maid. Sie ist eine Battlemaid. Ah, das habe ich gesucht. Sie ist eine von Overlords Battlemaids. Aber ist sie das? Sie sieht schon, also... Der Sprite sieht jetzt nicht... Doch, das ist sie, oder? Warte mal, hat sie denn auch... Entschuldigung, ich muss das nochmal... Doch, das ist sie. Das ist sie. Sie hat oben auf dem Kopf auch... Ja, doch, das ist sie. Alter, wir haben gerade den 10. Anime gefunden. Es gibt hier... What the fuck, Overlord? Alter, ernsthaft, Overlord? Alter. Ey, ich bin maximal gehypt, ey. Dieser Hack ist ja mal der geilste Hack auf dem Planeten, ey. Okay, Philo hat da natürlich gar kein Problem. Alter, Overlord, 10 Animes und ich bin gerade mal hinter Route 1, ey. Okay. Jo, das ist mal ein geschmeidiges Level 7. Läuft. Cell. Okay, Cell brauche ich jetzt nicht nachgucken. Ah, das ist zum Glück noch eine sehr, sehr frühe Cell-Form. Boah, wie gut, dass ich Philo gefangen habe. Holy shit, ey. Ja, Cell, das wird aber nichts hier. Das kannst du vergessen, Cell. Das kannst du vergessen. Boah, irgendwann muss ich hier auch nochmal eine Nuzlocke draus machen, ey. Das kann ich ja dann vielleicht im Stream irgendwie mal machen dann. Boah, fast Level 8. Fast Level 8 für Philo. Ich glaube, Philo wird sich hier absolut durchbattlen, ey. So, was gibt's denn hier für wilde Pokémon? Gregory? Warte mal, Gregory? Ist das nicht hier von hier aus Dragon Ball, diese Heuschrecke von hier Meister Kaio? Hieß der Meister Kaio? Ernsthaft, Gregory? Du hast einen Pokémon-Slot bekommen? Das ist doch dieses Ding von Meister Kaio hier aus Dragon Ball. Überlebst du einen Schnabel? Ist so eine Frage. Nein, überlebst du nicht. Aber gut, ist halt Level 8, ne? Nehme ich. Okay, auf Gregory bin ich jetzt nicht so unendlich scharf, sag ich mal. Oh mein Gott, da kommt der Windstoß, ey. Okay, now we're talking.
35. Gast ist stärker, aber ist Fido denn physisch oder speziell? Das ist natürlich die große Preisfrage. Physisch. Okay, das heißt... Okay, Moment. Dann wäre Schnabel wahrscheinlich immer noch deutlich effektiver. Ah, dann packen wir Schnabel mal nach vorne. Okay. Interessant. Ein Anni-Ball. Ah, guck mal. Dum, 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 dum. Okay. Gregory, ja. Sollen wir Gregory fangen? Ja, prinzipiell würde ich ja schon gern jeden fangen. Ich tu mal Krillin nach vorne. Krillin kann man hier, Gregory, sollte Gregory gleich nochmal auftauchen, schwächen. Gregory, was soll ich denn mit dem allein? Was soll ich denn mit Gregory? Ich gehe mal hier erstmal unten lang. Was? Pitou? Was? Pitou? Warte mal, Moment. Pitou. Ich muss halt wieder Sherlock Bloop aktivieren. Pitou. Okay, es ist der Charakter, wo ich auch gerade... Nee, Moment, es ist ein anderer Charakter. Pitou. Eine Katzenchimärenameise aus Hunter x Hunter. Ja, das ist sie. Okay, wir haben gerade Anime 11 entdeckt. Hunter x Hunter haben wir ja auch noch. Was im Moment... Was? Katzenchimärenameise? Was Katzenchimäre haben? What the shit, Alter? Hunter x Hunter habe ich nur ein bisschen gesehen, tatsächlich. Ja, nimm wir, oder? Das, also... Pitou, nimm wir. Okay. Wir sind bei 11 Animes. Hinter Route 1. Okay, alles klar. Will die Krillin one-shotten, oder was? Oder kann die nur leer... Alter, Krillin, ey. Krillinchen, Respekt. Ich werde Krillin gerade sicherheitshalber auswechseln. Kitchen Auto, let's go. Okay, dann holen wir uns mal hier einen Hunter x Hunter Charakter. Du bleibst doch gleich im Ball drin. Oh yeah. Let's go. Es macht Bock, ey. Es macht richtig Bock, die ganzen Animes hier zu entdecken. Jawohl. So. Fällt uns doch die Ameisen, ne? Die wir hier eben auch. Okay. Das ist jetzt ein nicht so ganz spektakulärer Text. Ich glaube, ein Plätzchen haben wir noch, ne? Ja. Für die Ameise da wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier? Käfer, okay. Oh, kann ich paralysiert werden? Das ist natürlich nice. So. Wenn das hier eine Abbildung vom Vertania, weil das müsste hier dann nicht auch noch ein Item irgendwie sein? Hm. Oh, Ento. Oh, okay, okay. Ja, gut. Gut, die Heuschrecke kommt, wenn auf die Box, weil den Overlord-Charakter, ey, da brauche ich aber nicht zweimal überlegen hier. Den Overlord-Charakter, den will ich aber sowas von haben. Krillin, los! Ich will einen Overlord-Charakter. Krillin. Krillin. Mach mich nicht schwach, Krillin. Alter, Krillin. Hau drauf. Da. Boah, Overlord, ey. Uiuiuiui. Mensch, ey. So, dann schauen wir mal, was da so steht. Das sollte doch ausreichen, nur Level 3, hallo? Jawohl.
kann Käfer beschwören. Kann sie das hier später auch? Das wäre ja, ja nice. So, dann haben wir doch mal ein volles Team schon mal. Natürlich auch Käfer. Wer hätte es gedacht? Shield Dust. Okay, ich tu mal Kitwaf Taya nach vorne. So, wo ist die Heuschrecke? Wo ist die Dragon Ball Heuschrecke? Wo ist sie? Da ist er. Gregory. Let's go. Energiefokus. Gregory, tu es nicht. Gregory, tu es nicht. Tu es nicht. Du kommst eh auf die Box, Gregory. Wir wissen es doch beide. Uiuiuiuiui. So. Na, guck mal, da haben wir noch 10 Bälle fürs nächste Mal. Ich finde das ein bisschen frech, dass ich kein Premiere bekommen habe. Viel ein bisschen frech. Jawohl, ey, das lübt doch hier. Sehr schön. Warte mal, Gregory ist keine... Oh. Ja, egal. Ich nenne einfach mal Käfer, Glühwürmchen, Heuschrecken, Größengedöns. Das ist doch eine perfekte Beschreibung. So. Gregory kommt in Box 1. Oh. Jetzt wollte ich gerade noch ein bisschen mich hier heilen gehen und Gregory nochmal zum Abschluss der Folge angucken. Ah ja, stimmt. Waftalia kann immer weglaufen hier, ne? Das ist natürlich praktisch. Hä? Bin ich denn jetzt hingelaufen? Bin ich gerade falsch abgebogen? Ich wollte doch gerade doch Gregory hier angucken. Wie komme ich denn nochmal raus, ey? Alter! Ey! Hallo! Hallo, ich will doch... Hallo, ich will hier raus, bitte! Lass mich doch mal raus! Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ja, vielleicht finden wir ja noch einen Rare Encounter oder so. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hä? Bin ich hier nicht eben... Oh mein fucking Gott, Alter. Diese Encounter-Rate, ey. Diese Encounter-Rate ist so nervig. Hä, war da gerade noch ein Item? LOL. Okay, Cell, hi. Cell fangen. Cell aber sowas von... Eieieiei. Okay. Spontane Planänderung, Cell fangen. Kettenauto, let's go. Okay, Kid Rough Tiger kriegt das nicht geschissen. Cell Level 5. Ja, Cell, da sah ich aber nicht. Nein, ey. Ja, natürlich heilst du dich hier erstmal. Batz. Oh mein fucking... Okay, Gott. Okay, Gott. Wenn Cell das nicht überlebt, kann ich es gleich auch nicht ändern. Ich hau da jetzt gleich mit dem Schnabel drauf, ey. Los, Philo. Das dauert mir jetzt zu lange hier. Jo, heil dich nochmal. Du kriegst das nämlich richtig hart auf die Schnauze, Cell. Boah, wie gut, dass ich Philo habe, ey. Nein, ich hätte... Alter, der tankt das ja easy. Der heilt sich ja sogar noch. Ah, Moment, ich kann mir die Einträge ja auch gleich im Dex einfach angucken. Stimmt ja. Wir holen uns erstmal Cell. So, das sollte auch machbar sein, oder Cell? Oder hat Cell eine übelst schwache Encounter-Rate hier? Ja, easy, gar kein Problem. So. Mhm. Muss ich mit Cell auch Androiden vernaschen? Oder wie sieht das aus? So.
Okay. Kid Naruto. Hier haben wir Cell. Ach, ich bin so doof, ey. Ich würde mir doch die Werte angucken. Das kann ich natürlich nur in der Box machen, ey. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich werde mal offscreen gerade zum Pokémon Center zurücklaufen, mich heilen und ja, dann können wir am Anfang der nächsten Folge uns mal die beiden Neuzugänge auch angucken und dann gehen wir hier mal in den Wald auf Weevil Underwood Jagd, würde ich mal sagen, und schauen wir mal, was er so für Yu-Gi-Oh! Monster hier zu bieten hat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge, haut rein, bis dann und ciao!